Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloud Catcher Chronicles. Jo. Ich streue hier ein bisschen in der Gegend rum, weil ich es kann. Ich dachte mir, vielleicht finde ich das eine oder andere Sämlingsanbau-Dingens an. Da unten wäre eine Düsternis. Ich glaube, die lasse ich jetzt erstmal düster. Ich glaube, wir sind jetzt in der dritten Nacht, hoffe ich mal. Ich habe keinen Überblick mehr. Und werde jetzt wieder das Berglein hier erklimmen. Damit wir wieder zum Konstruktor, damit wir zur Konstrukteurin kommen tun. So. Und hoffe, dass sie uns unsere Ersatzteile fertig hat. Das wäre ganz famos. Das wäre wunderbar. So, die Schwammerler können wir mal alle mitnehmen. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dong. So. Mittlerweile geht auch wieder die Sonne auf, wie es ausschaut. Hallöchen, da sind wir wieder. Ja! Oh, zweimal ja. Hallo, was möchtest du denn? Ah, oh, Gott gemacht. Du hast alles, als du hast als Konstrukteur die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Mhm. Jawohl, Aufgabe abgeschlossen. Konstrukteur, Gildenmeister. Super. Und die zweite Quest. Hey. Hier, Reisender! Brandneue Ersatzteile für den Wolkenfänger. Du solltest sie leicht montieren können. Viel Glück. Ich lass dich wissen, wenn wir je ein Gespenst loswerden müssen. Dankeschön. Super. Haben wir das auch geschafft. Ding, ding. Lattenzaun. Ja, an der Latte habe ich öfter was. Gartensteinbeet. Oh, das sind alles so schöne Sachen. Goldbahn und so weiter. Oh, ich freue mich. Oh, ich freue mich. Haben Sie hier noch eine Queste? Lieferung Avera abbrechen. Na, um Gottes Willen. Da, stimmt. Da war noch eine Lieferung. Oioioi. Ah ja, da brauche ich ja noch dieses Dings da. Da habe ich ja nicht so viel noch davon. War das jetzt hier? Kurz waren hier, ja. Einen Spitzenfisch haben wir, das heißt, ich kann es einmal herstellen. Mehr geht derweil noch nicht. Da wir aber eh zum Schneidermeisterlein zurück müssen, könnten Baumbeet. Aha. Da wir eh zum Schneidermeister zurück müssen, können auch hier schon bei den Händlern noch was wäre, könnten wir ja eventuell Lianen, gehe ich mal kaufen. Vielleicht diese Kurzwaren kaufen, ne? Krimskrams. Steinsäule kaufe ich mal, den Steinbogen kaufe ich mal, den Scheitelstein möchte ich haben. Steinplatten sind, glaube ich, noch nicht not. Ohrbirtel würde ich sagen, ja. Blanken, ja. Grufelmilch müsste ich nochmal auch ein Plätzchen haben dafür. Maschinenteile nehme ich einmal mit. Bleierz ist nicht not, glaube ich. Steinplatten können wir auch noch. Das nehmen wir auch mit. Dann würde ich sagen, ja, damit ich mal Sachen loswerde, ne, die ich hier immer mitschleppe für nichts und wieder nichts. Stoff würde ich sagen, an Käse kann man mitnehmen, an Butter kann man. Nicht Platz? Ach, habe ich nicht mehr Platz, okay. Geht halt nicht. Okay, dann hier, die Beeren. 18 Stück. Dann müsste man. Bin ich da richtig? Ich glaube schon. 9 mal 2 ist 18. 30 Beeren, überall 30 Beeren. Wow, wie viel ist der Fisch wert?
Wow, 420. Ich scheiß was auf den Platz, ehrlich. Den gehen wir auch her. Dann haben wir wieder Platz. Cool, der ist richtig. Boah, das ist ein schöner Batzenwert. Das freut mich direkt. Dann brauchen wir jetzt noch 40, 60, 63, ne? 63 Platz. Dumm. Was könnte ich noch hergeben für 63? Habe ich wieder einen Haufen. Ich Futter hätte ich genug, ne? Da können wir die 50 mal hergeben. Jetzt brauchen wir noch 13. 13. 13 brauchen wir jetzt. Was? 13 brauchen wir jetzt. Boah, die Blanken sind ja, werden ja auch was wert, aber die will ich nicht hergeben. Nein, nein. Ja, 2 würden die hergeben. 13. 6 Stück von dem und dann brauche ich trotzdem noch eins, ne? So, 6 Stücklein und dann etwas, was Stein wäre, 1 wert. Haha. Ja. Bitte. Dann nimmst halt das, ne? Weil Schwammerl ist wahrscheinlich wieder mehr wert, ne? Wenn man es hätte irgendwo. Haben wir sonst noch irgendwas, was 1 wert wäre? Ne. Rosa Shampoo habe ich auch vergessen wegzutun. Oder bekomme ich das? Habe ich das in der Truhe gefunden? Das könnte sein. Das könnte sein. So, wo ist jetzt mein Stein? Hier. Ah, ich habe auf die falsche. Egal. Ich habe mich gerade verschaut gehabt. Egal. Also, hier. So, machen wir es kurz und bündig. Einmal. Passt. Und handeln. Ja, bitte. Sehr gut. Wir haben für alles Platz. Du hast entdeckt. Steinbogen, Maschinenteilchen. Super, super. Gut. Steinsäule, ja genau. Steinbögelchen und Steine brauchen wir einen Haufen. Gut. Das zu dem. Dann würde ich sagen, da drüben wäre schon wieder eine Quest. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Quest fertig mit dem Schneidermeister. Dazu brauche ich jetzt meinen Knotenpunkt. Glaube ich, ne? Wo ist er denn jetzt? Da. Dreimal habe ich welchen. Gut, das ist schön. Also einmal. Hups. Hä? Ah, jetzt. Südhof, Glanzhof, Sanderwindhof. Ihr müsst mit jetzt. Also das ist Schneegebiet. Das war, glaube ich, das erste. Und Südfeldhof ist drüben auf der anderen Seite. Ich glaube, Glanzhof. Sind wir da am nächsten? Ich glaube schon. Ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert. Ah na, Glanzhof war jetzt, das war die Wüste, ne? Ah, jetzt habe ich mich verdammt. Ich habe mich verdenkt. Durchfall. So, das war Epic Fail. Ach, ich habe mich verdacht. Ich habe mich verdacht. Der Südfeldhof, das war der erste, sowas. Oh, Zocki, was machst du da? Blödsinn. So, jetzt gehen wir mal zuerst mit unseren Tierchen Schmusi. Hallo. Und pflegen. Na du? Ja, ja. Und? Lili. Jo. Süß. 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 Und du? Na, auch? Mein kleines Groover. Lala. Jo. So süß. So. Was haben wir hier? Ups, was haben wir hier drin? Einmal aufmachen. Jo. Oh Gott. Ja, da haben wir uniges. Du liebe Zeit. Jo, danke. Es ist halt echt praktisch, wenn man hier einen Verwalter hat. Produktionsertrag. Noch nicht genügend. Ernten, ernten, ernten. Da habe ich noch nichts angepflanzt. Wieso nicht? Also Kräuter möchte ich gern mal. Dann. Was können wir noch? Ich würde sagen, hier noch. Ups. Blau. Dann. Rot. Dann. Kartoffel, würde ich sagen. Und einmal. Also haben wir keinen Platz mehr. Okay. So, das müsste schon passen.
Und hier ernten, 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 ernten. Ernten, ernten, ernten. Noch mehr ernten. So. Sehr, sehr gut. So, meine Truhe. Genau. Hier haue ich gleich das Shampoo rein. Da. So. Perfekt. Sehr, sehr gut. Na du? Ja, du. Hä? So viel süß. Schneiderlein, der war da hinten jetzt, glaube ich, ne? Mäh. Das war eindeutig ja. Ja, Zocki, du hast recht. Mäh. So. Natürlich nehmen wir wieder die Steinchen mit. Von denen können wir gar nicht genug haben. Zumindest momentan. Auch mögliche Sämereien wäre ich nicht abgeneigt. So, lala. Lala. Wieso habe ich die Schneiderquest nicht beendet? Wahrscheinlich musste ich noch was herstellen und ich hatte nichts zum Herstellen oder wie? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe. So. Und die nächste, das nächste Steinchen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Lala. 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 Hier haben wir vielleicht wieder Sämlinge drin. Nein, kein einziges. Und es wird schon wieder finster. Unglaublich. Aber eine Liane. Und ein Steinchen. Ich brauche eine Lampe. Meisterlampe. So. Bin hier, glaube ich, falsch. Die Liane nehmen wir noch mit. Die davor nehmen wir auch mit. So. So. Hoffentlich bin ich jetzt richtig. Ich denke ja. So. Ich könnte jetzt langsam mal ein Licht gebrauchen. Bitte. Lampen können sich nicht verbrauchen, oder? So. Wieder hoffen, dass wir Sämlinge kriegen. Schaut nicht so danach aus. No. Dafür gibt es hier wieder ein Steinchen. Zack, zack. Zack. Blub, blub, blub. So. Hier oben gibt es auch noch was. Vielleicht ein Sämling wieder. Ja, ich glaube, da liegt schon einer. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Wit, 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 wit. So. Dann geht's hier lang. Aber ich befürchte... Gewitter. Ah, Gewitter! Hey, warte! Was? Es ist Halloween! Was, ist hier gar nicht September? Man kann nichts Süßes oder Saures spielen, ohne sich zu verkleiden. Mal sehen, was wir da machen können. Möchtest du dich als Hexe oder als Vampir-Butler verkleiden? Vampir-Butler wäre schon cool. Hexe ist so, pfff. Aber Hexe passt eher zu mir, ne? Na, ja, nein, doch, nein, doch. Ene, mene, mu, und dran bist du, Hexe. Während du dich auf Halloween vorbereitest. Ja? Schlägt die Geisterstunde. Etwas an dieser Nacht fühlt sich seltsam an, aber du ignorierst es und konzentrierst dich ganz auf deine Aufgabe. Aha, Süßigkeiten sammeln. Okay. Hihihihihihi, ich bin eine Hexe mit Bart.
Überall sind Geister. Hallo? Es ist unheimlich hier. Ich will nur die Süßigkeiten. Oh. Interagieren. Süßes oder Saures? Ich bin nicht zu Hause. Schön. Ach, deshalb kann ich wahrscheinlich keine Lampe anzünden. Da tut mir jetzt aber schon leid. Was soll das heißen, tolles Kostüm? Was ist ein Kostüm? Hä? Okay. Ich hätte trotzdem gerne meine Lampe. Dann probieren wir es hier mal, ne? Hast du was zu Hause? Schätze, man könnte es wohl ein Kostüm nennen. Ich gebe dir Süßigkeiten als Ansporn, dass du dich beim nächsten Mal mehr bemühst. Ich hätte doch den Vampir-Butler nehmen sollen. Ach. Hallo. Nimm einfach die Süßigkeiten und geh. Okay. Dann hier, nächstes Haus. Hallo. Ich bin nicht zu Hause. Mäh. Dann hier. Das ist fantastisch. Du hast dir wirklich Mühe gegeben. Hier hast du Süßigkeiten. Danke. Viermal. Wow, das hat ihm gefallen. Und du, ich habe da Süßigkeiten. Es ist unheimlich. Ich will nur Süßigkeiten. Aha, vielleicht muss ich alles sammeln und ihm die dann geben. Vielleicht ist er dann glücklich, der arme Teufel. Du brauchst mehr Süßigkeiten, um diesen Sack zu füllen. Was? Achso. Bist du der Sack? Nein, es ist einfach nur ein Heißluftballon, ein kleiner. Okay. Hallo? Na? Oh, keine Frage, ich habe hier die beste Verkleidung. Ja, ich hätte mal einen Bier-Butler nehmen sollen. Ich bin nicht zu Hause. Ja. Dann hier. Süßes oder Sau? Warte mal. Du klingelst und ich soll dir Süßigkeiten geben? Oh, na gut. Zwei Stück. Okay. Hallo. Es ist gefährlich, alleine unterwegs zu sein. Nimm diese Süßigkeiten. Danke. Dann haben wir hier wieder was. Ich bin nicht zu Hause, wie immer. So. Hüpf. Was haben wir da? Ich bin nicht zu Hause. Ah, eine Truhe. Ja, zwei alte Altkönigreich-Münzen-Dinger. Da oben wäre auch noch eins. Hallo. Süßes oder Saures? Ich bin nicht zu Hause. Dann haben wir hier noch einen Ballon. Oh. Hat sie ihn gehauen? Schaut aus, ne? Okay. Was haben wir hier? Ich bin nicht zu Hause. Das ist unwahrscheinlich, ne? So, noch eins. Und da? Huh! Ich habe keine Angst. Ich verstecke mich öfter hinter Türen. Wenn ich Süßigkeiten unter der Tür durchschiebe, gehst du wieder? Ja, bitte? Danke. So, wieder ein Ballönchen. Hi. Ha, ha, ha. Dich hat es also auf diese Seite der Nacht verschlagen. Ha. Es ist nicht gut für dich, geheimnisvolle Süßigkeiten zu essen, die du gesammelt hast. Wenn du das tust, bleibst du für immer hier. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich tausche deine geheimnisvollen Süßigkeiten gegen einige Spezialgegenstände, die es nur auf dieser Seite der Nacht gibt. Okay. Ach so, Kostüm. Aha, dann könnten wir das quasi vom Butler hernehmen. Okay, und die die Hexendings. Okay. Halloween-Vogelscheuche, gruseliger Kessel und Kürbisgesichter. Ja, ich hätte schon... Weiß es nicht. Hexenbrille. Fledermausrucksack. Wahrscheinlich kann man nur entweder oder kaufen, ne? Beides geht sich nicht aus, ne? Wie viel hätte man schon? 21. Ich weiß noch nicht. Hallo. Ich hätte gern was, bitte. Was für ein tolles Kostüm. Du siehst wie ein Mensch aus Fleisch und Blut. Was? So eine lustige Verkleidung. Hier sind Süßigkeiten. Danke. Was? Du hast
geläutet. Hier sind Süßigkeiten. Danke. Da drüben hält man noch ein Dürdel. Und noch eine Person. Hallo. Butzemann. Wann blasen wir die Kerzen aus und singen festliche Lieder? Hoppla! Falsches... Was? Ich hab's... Egal. Feste sind total toll. Gute Güte, du hast mich ganz schön erschreckt. Hast du... Das hat sich Süßigkeiten... Was? Das hat sich Süßigkeiten verdient, ja? Ja. Danke. Okay. Da haben wir wieder ein Dingens. Vielleicht kann ich mir doch beides kaufen. Das wäre schön. Die da oben sind nur Zierde, oder? Liane? Ja, okay. Es lohnt sich schon, da alles sich anzuschauen, ne? Und ich befürchte, man kann hier wirklich nur ein Kostüm haben. Hä? Was war hier? Keine Ahnung. Das war gerade komisch. La la la. Liane nehme ich mit, aber zuerst, ich bin nicht zu Hause. Ah, hier. Ich will da aber nicht rum. Na, egal. Hüpf, komme ich hier wieder hoch? Ja. So, was haben wir da? Wer bist du? Was willst du? Warum sind meine Socken blau? Was? Lässt du mich in Ruhe über diese Frage grübeln, wenn ich dir Süßigkeiten gebe? Jo. Aber eine Süßigkeit ist schon wenig. Zum Gruffelkuchen nochmal. Warum habe ich bloß die Tür geöffnet? Nun, schätze, ich kann dir ein paar Süßigkeiten geben. Danke. Das sind wirklich nicht viele, sind wirklich nur ein paar. Da haben wir nichts. Nochmal eine Liane. Jetzt ist halt die Frage, wie weit das geht. Oh. Nein. Möchte ich nicht. Oh, hallo. Wer bist denn du? Ob Tiere wohl auch Halloween feiern? Das glaube ich fast weniger. Die werden wahrscheinlich Angst haben. Hupf. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Auf einmal wieder mitten in der Stadt, ne? Voll komisch. Naja. Zack. Schön brav alles einsammeln. Hallo. Ach, du spielst Süßes oder Saures? Na, dann bekommst du etwas Süßes. Dankeschön. Ich würde nämlich gern so viel Süßigkeiten haben, dass ich mir alles kaufen kann. Das wäre famos. Hallo. Schnell, nimm die Süßigkeiten, bevor ich es mir anders überlege. Danke. Ich hänge schon wieder fest irgendwo. Hallo, wer bist denn du? Oh, wow. Ich liebe dein Kostüm. So eine überzeugende Geisterseherin. Ja? Süßigkeiten! Danke. Schreit mich an, gib mir da gleich... Puh! Hier, nimm die Süßigkeiten. Danke. Ich glaube, der wollte mich gerade erschrecken. Hallo. Ah, die hatten wir schon. Ob die wohl auch Halloween feiern? Die Dame hatten wir schon. War ich schon hier oben? Ah, hier ist noch ein Ballönchen. Ich glaube, hier war ich noch nicht, ne? Oder doch? Hallo. Oh, Kobold. Warum wollen die Leute unbedingt gruselige Dinge feiern? Sind die alle total bekloppt? Warum trennte... Das nicht. Was? Warum trenntet das nicht in den sozialen Netzwerken? Achso! Ja, Entschuldigung. Das ist schon zu modern hier. Oh, noch ein Kobold. Ich hoffe, dass nichts Gruseliges passiert. Was? Hier waren wir dann also schon, ne? Schaut danach aus. Das heißt, wir könnten darunter. Darüber, theoretisch, ne? Darunter, runter. Hier herüben ist noch nichts. Darunter, runter. So.
Pizza. Ich bin nicht zu Hause. War klar. Hä? Was willst du? Ich will Süßigkeiten. Ich bin nicht zu Hause. Meh. Schnarch. Klingt, als würden alle schlafen. Hä? Ich will Süßigkeiten. Nun, Kindchen, das ist nett von dir, dass du mich besuchst. Tatsächlich, eine ganz normale Besucherin, keine gierige Süßigkeiten-Diebin. Heißt es, wir haben schon alle und wir kriegen jetzt nichts mehr? Hallo, hoho, oh, du bist nicht der Pizzabote? Nee. Hallo? Oh. Das macht so viel Spaß. Ja? Gute Güte, so eine attraktive Besucherin so spät nachts. Entschuldige, ich muss das sofort in meinem Blog posten. Ich will Süßigkeiten? Was ist das da drüben? Schmeißt Tür zu. Ja, vielleicht darf ich echt nichts mehr haben. Was im Namen von Eri? Aeri, sollst du denn sein? Eine Hexe mit Bart. Das sieht man doch. Okay, das zu dem. Das hätten wir mal. Ah, hier ist noch eine Tür. Geh weg. Ja. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. So, wie komme ich da jetzt wieder rauf? Raus und rüber, glaube ich, ne? Hier hochhüpfen war, glaube ich, nicht möglich, ne? Nein. Nee, glaube ich, nein, da war auch nichts. Na, hier und da rauf. Ah, hier ist noch eine Tür. Ich bin nicht zu Hause. Meh. Ah, hier wäre noch eins. Ein Stück Süßigkeit. La la la. Und eine Liane. War doch noch was hier. Oh Gott. Wow. Okay. Habe ich mich doch nicht geirrt, dass hier noch, wow, noch was gewesen wäre. So. Natürlich falle ich runter. Ist eh klar. Ah, hier gibt es noch eine Tür. Hallo. Was für ein tolles Geisterseherinnenkostüm. Nimm die Süßigkeiten, du hast sie dir verdient. Danke. Dann sind es wahrscheinlich bestimmte Türen, wo du Süßigkeiten kriegst. Und bei den anderen hast du wahrscheinlich Pech gehabt, dann, ne? So. Dann gehen wir mal schauen, was wir jetzt für unsere Süßigkeiten kriegen. Soll ich jetzt das Hexenkostüm nehmen oder das... Mir gefällt fast das Hexenkostüm am besten, ehrlich gesagt. Ich kaufe mal das Hexenkostüm. Hallo. Oh. Oh. Ja, ich möchte gern tauschen. Und zwar den Fledermausrucksack, das hier, die Hexenbrille, das hier, das hier. Jetzt haben wir noch drei übrig. Das heißt, es geht sich nichts mehr aus. Also weder von dem hier gar nichts. Das heißt, ich kaufe das jetzt mal. Annehmen. Sehr gut. Fledermausrucksack bekommen. So, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Ganz ehrlich gesagt. Aber den Stein nehme ich noch mit. Zack, zack, zack. Oder besser gesagt, die Steine. Wir haben schon das zweite Jahr hier im Spiel, weil ich gerade sehe. Echt, wir haben schon mal eine ganze Winterphase überstanden. Ist es dann das, wenn es ein bisschen schneit? Mhm. Wahrscheinlich, ne? Gut. Dann wäre es das gewesen mit Halloween. Warte, da ist noch eine Quest. Da unten. Hä? Ach so, wenn ich wahrscheinlich wieder zurück bin, ne? Wenn ich von dieser Geisterwelt hier weg bin. Das heißt, dann müsste ja Halloween theoretisch wiederkommen, ne? In einem Jahr. Wenn wieder Herbst ist, ne? Das wäre voll cool. Ja.
Wow, das war gruselig, aber hat Spaß gemacht. Halloween, es gibt jedes Jahr in Bobbindorf. Schau nächstes Jahr wieder vorbei. Dann haben wir es einmal versäumt, leider. Ist aber hoffentlich jetzt nicht ganz so tragisch. So, Schneiderlein. Jetzt hör auf, hätte ich können das Kostüm behalten oder habe ich das jetzt zweimal gekauft? Na? Doch? Nein? Doch? Oh? Zweimal, tatsächlich. Scheiße! Ich habe nicht gedacht, dass... Entschuldigung, die Wortwahl. Ich habe nicht gedacht, dass ich das behalten darf. Okay, egal, können wir es verkaufen. Dann nehmen ein Jahr drauf. Das habe ich nicht gewusst. Ups. Ich dachte, das müsste ich kaufen. Das ist nur für momentan. Ja, das wusste ich nicht. Das ist halt, wenn man blind spielt, dann weiß man solche Sachen nicht. Lalala. Aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Lalalala. So, immer schön her mit den Sämlingen. Wut, 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 wut. So, her mit dem Futter. So, und der Party schwirrt zu Ende. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!